in einer weit entfernten Zukunft, waren der beste Captain und der erste Offizier gefordert, an ihrem Raumschiff alles zu geben, um das Universum und alles Leben dort unten zu retten. Währenddessen haben Kreis und Neo-Nerd aber auch Spaß auf ihrem Raumschiff. Wow! Oh Mann, das kannst du nicht bringen, ey. Okay. Wir müssen uns an Bord beamen. Beam me on board. Mein Beamboard. Alter, guck mal, Beamboard. Also das bevor wird sich du doch jetzt verkauft. Für die 5-Jahres-Mission an Bord gekommen bist, hast du dich getestet? Ja. Heutzutage? Ich habe bulerianisches Herpes mir eingefangen. Ich kann aber nicht verraten, wo. Ich habe klingonische Chlamydien. Klingonische Chlamydien. Klingomydien. Ja, ich habe gehört, die Computerlogbuch, Sternzeit 2258,161. Meine Crew ist versammelt und wir bereiten uns auf unsere Expedition ja, in den Graben vor. Ich vorbeigeflogen. Oh, es ist hinter mir. Jetzt ist es unter mir. Ich noch gebeten, eine letzte Übung durchzuführen. Um sicherzustellen, dass die Aegis einsatzbereit ist und natürlich die Fähigkeiten von Captain. Wer nennt sein Schiff denn so? Können wir das Schiff nicht Hammelfurt nennen? Ja, vor allen Dingen Aegis, weißt du? Wie ist es Hammelfurt? Oh, hier, ich gebe Vollgas! Oh, klappt nicht. Captain, wir erhalten eine Nachricht von Deep Space K7. Wer hat das gesagt? Schweig! Da hinten links die mit dem Minirock. Die mit Migräne? Mit der Migräne? Ja, mit der Muräne. Der Moräne. Da was, ist mein Captain. Was bist du, der Kanon? Haha! Sie, Sir, sind ein Perversling. Oh, Sie, Sir, wissen das ganz genau. Orgie um 7 heute. Juhu! Ich möchte mich hier bei der Gelegenheit, möchte ich nochmal. Ja, ja. Lieutenant Jinnah, nochmal mich ganz offen entschuldigen vor der gesamten Crew. Das sollte keine kulturelle Aneignung oder kulturelle Anspielung sein. Es war einfach Weihnachten und ich habe Elfenohren getragen. Aber das hatte nichts mit Vulkaniern zu tun. Aber guck mal, die hatten richtig beschissenen Side-Undercut hinten. Ja, also aus meiner Perspektive hat die ganz schön kurzen Minirock an, aber man kommt schon wieder nicht. Perversling! So, Bildschirm. Ich öffne mal meinen Bildschirm. Was haben wir denn da? Außenbereich. Schaltet aktiven Anzeigenbildschirme. Navigation. Wie konnte ich noch Warp. Mal? Oh, wir müssen uns nach Donato warpen, glaube ich. Nee, so ging das nicht. Impuls, lokal. Ich guck grade, irgendwie konnte ich... Oh, jetzt habe ich die Außensicht. Wählen Sie ein Ziel. Was hat die denn? Hast du der zugehört? Irgendwelche wilden Tiere sollen wir aufstöbern. Bist du jetzt am Kanonending? Du warst doch letztes Mal auf dem Fahrersitz, oder? Ich bin jetzt auf dem Fahrersitz. Und ich kann jetzt hier sagen, da ist ja, die... Was ist das? Regusa. Patrouillieren. Karelia und das ist die Ululu. Die Ululu. Ululu. Und wir sollen, glaube ich, die Ragusa irgendwie scannen oder so? Ich weiß es nicht. Aber ich weiß auch nicht, wie konnte ich nochmal... Ich konnte doch den Sitz auch tauschen die ganze Zeit, oder? Da. Nee. Das ist Quatsch. Irgendwie ging das. Ich drück da mit dem Finger drauf und das Tablet funktioniert nicht. Ah, jetzt bin ich hier. Diese blöden digitalen... Jetzt ist da Ensign Rao und ich bin hier. Und warum fliegen wir gegen irgendwas gegen? Wir fliegen nichts gegen. Jetzt bin ich taktischer Offizier. Ja, dann mach mal eine Taktik aus jetzt. Navigation. Vergrößern. Was ist hier für ein Knopf? Oh, schnell Ziel. Ich mach die Torpedos wieder aus. Das ist unser Ziel. Nee, noch nicht torpedieren. Erstmal gucken. Missionsziele, scanne Ragusa auf geschimmelte, wilde, geschmuggelte Lebensform. Ich? Scan mal. Du, Sie, Sir, sollen scannen. Vielleicht muss ich dazu Lieutenant Tanar. Ach du Scheiße. Kannst du scannen? Ja, ich guck gerade, wer hier scannen kann. Nee, du kannst das. Mach mal hier, wo Lieutenant Heulsuse sitzt. Warte. So. Oh. Los. Haben wir noch eine Schachtel von dem klingonischen Schnupftabak?
Nee, ich glaube, der hat die Schachtel aufgegessen. Aber deswegen, weil die mit dem Gesicht was dann... Was ist das denn überhaupt für ein Ding? Geh da nicht warum dran! Ja, aber warum ist das da mittendrin, wo... Ben, geh mal weg. Ein Hund greift mich an. So, also ich habe hier Phaser, Was haben wir denn hier? System kann es doch lesen, ja. Greif mal aufs System zu. Taktischer Scan erforderlich. Ja, danke, das weiß ich auch. Warp, du Impuls. Transporter. Zum Scannen oder Abfeuern der Waffen ein Ziel anwählen. So. Scannen. Scannen. Dann scannen. Los. Juckt es dich da irgendwie? Was ist los? Haben Sie Krätze? Ja, ich glaube, ich habe hier einen Fribble oder wie der hieß. Fribble. Wie läuft's mit dem Scan? Ja, der scannt doch. Ich sehe das nicht. Konsole, Captain. Ja, danke. Erfasse keine ungewöhnlichen Lebensformen an Bord des Frachters, Captain. Okay. Ich teile K7 mit, dass das Schiff sauber ist. Entschuldigung. Schau mal, guck mal. Blöder Wichs. Oh, guck mal, das ist voll die Alien-Qualle. Guck mal. Warte, oh, das kann ja auch. Psch. Oh, hier ist ein Schrank. So, per Warp nach Gamma Hydra und Patrouille. Warpen! Achso, Warp nach Gamma Hydra. Ja, Moment, da. Impuls. So, okay, jetzt bin ich wieder hier. Okay. Da steht Warp Ausrufezeichen Gamma Hydra. Steuermann befehlen. Volle Pulle. Nee. Wie kann ich dir einen Befehl geben? Oh. Also ich habe hier Gamma Hydra, so Antriebe nicht auf Warp eingestellt. Aber hier steht doch Warp. System. Warte mal, da war gerade was. Bin ich in dieses Menü gekommen? Steuerungstyp. Ich glaube A oder B-Taste ist das bei mir. Wir müssen nach Gamma Hydra, ne? Ups, ich habe mich irgendwie verdreht. Oh Gott, mein Gesicht. Oh. Warpkurs ist festgelegt. Ja, Warpkurs ist auf Gamma Hydra, glaube ich. Dem Steuermann befehlen. Wie kann ich Befehle geben? Warpziel wählen. Antriebe halt. Ja, Mission. Guck mal, was ich kann. Was macht er? Ich parke aus. Ich sitze hier irgendwie oben im Schiff hier auf einmal. Rückfahrkamera ist an. Rückfahrkamera ist an. Bist du noch im Schiff? Ja, ich lenke das gerade so ein bisschen. Oh, ein bisschen runter. So. Oh, ich bin wieder im Schiff. So in der Basis, so schlechteste Crew aller Zeiten. Ich kann einen Gruß beantworten. Hat mich jemand gegrüßt? Nö. Nein. Was ist das für ein Knopf? Ah, das ist das Radar. Status ist gut. Eine sehr kompetente Crew. Sehr gut habt ihr das gemacht, Freunde. Ich zeige auf dich. Nice, Bro. Aber ich kann... Irgendwie spielen deine Bildschirme da verrückt. Was? Okay. Also du musst jetzt hier mal auch mitmachen. Ich will ja Befehle geben. Ah! Tu es. Befehle. Warp. Nee. Wollen wir warpen? Ja. Kein Bestimmungsort für Warp. Warte mal. Gamma Hydra. Also ich lehne mich hier aber so ein bisschen dem zurück. Steuermann befehlen, den Warp-Kurs nach Gamma Hydra festzulegen. Wer ist das? Das ist das Ding. Du bist der Warper. Ich bin der Warper und du bist der Befehler. Befehl an die gesamte Crew. Nein, ich will dem Warper was befehlen. Ey, Lieutenant Tuna, was geht it? Warper. Fertig? Warper. Okay. Dann muss ich jetzt hier drücken? Ah, nee, warte mal. Nee, okay, dann nicht. Wieso? Ich kann dich nicht registrieren. Du bist nicht offiziell der Teil der Crew. Ja, war ich auch nie. Vielleicht muss ich erst da vorne noch mal. Ist sie rein? Steuermann? Nee, Ingenieur. Ja, also ich habe hier so Gashebel, da steht Steuermann.
Ja, dann bist du Steuermann. Ja, ich weiß. Dann setze mal den Warpkurs nach Gamma Hydra. Das steht hier in meinem Protokoll. So. Warpkurs festgelegt. Dann muss ich dem Ingenieur die Vorbereitung befehlen. Sind Sie der Ingenieur? Offizier. Wer ist denn Ingenieur? Das ist die gesamte Crew? Nee, hier, das ist taktischer Offizier. Nee, hier wollte ich gar nicht. Hier, da, Lieutenant Tanda oder wie sie heißt. Ah, warte mal. Energie zu den Systeme. Hä? Und ich will nicht so genau. Was ist jetzt? Bist du jetzt dabei oder was? Weiß ich nicht. Ich geh mal gucken. So. Das ist aber kompliziert, was sie hier hat. Energie. So, was kann man hier Sachen machen? So. Verteilung, Umverteilung, Verteilung. Systemanzeige an. Das ist ja cool. Ei, ei, bleiben an Ihnen dran. Was? Was? Warum fliegt der? Was tust du da hinten? Er soll warpen. Oh, Scheiße. Oh. Oh, das gibt richtig schlechte Presse. Oh, das gibt so richtig Ärger. So, ah da, guck mal, Fernreise, Warp, Spulen aufladen. Oh, 7, 6, lädt auf. Jetzt gehe ich da hinten zum Enzin rau. So, Warp-Spulen sind aufgeladen. So, jetzt müssen wir Gamma Hydra. Also irgendwie, entweder ist der Hebel hier kaputt, oder? Was ist denn hier los? Hallo? Hört meine Rede! Oh, sie wird schon wieder dagegen gefahren? Bestimmt, oder? Gamma Hydra! Bist du schon wieder bei der falschen? Ich will doch dahin, Mann. Ja, los, zack, so. Ist denn der Warp jetzt aufgeladen, oder was? Ich weiß nicht, es steht schon wieder hier Impulsantrieb. So, Spulen aufladen. So, Warp-Spulen sind geladen in 5. Sind wir da jetzt durch? Verbleibende Ladung. Dem Ingenieur befehlen, die Warp-Vorbereitungen zu treffen. Hast du gemacht, ne? Ja, wir haben noch 22 Sekunden Ladezeit. Warp-Ziel also jetzt können wir Gas geben. Warp-Ziel auf der Warp-Karte auswählen. Gamma Hydra. Kurs festgelegt. Warp. Hi, Captain. Warp-Kurs steht fest. Richte auf Warp-Vektor aus. Das sieht aber ungut aus. Warp-Spulen sind wieder aus. Die halten nicht so lang. Nein! Spulen aufladen. So, ich gehe jetzt schon mal rüber hier wieder zu Enzin Rau. Du bist nicht in Warp-Position, du Pedau. Oh. Jetzt! Geht nicht. Wir stecken fest, fahr mal ein Stück zurück erstmal. Okay. Warp-Spulen bereit. Aufgeladen. So, wir müssen uns ja auch in die Warp-Position begeben. Jetzt mal nach links, bitte. Rüber. Ja, weiter. Damit wir hier mal in eine Spule kommen jetzt. Warp-Spulenentladung steht. Unsere Warp-Spulen werden sich gleich entladen. Go! Ja. Jawollo! Hui! Oh. Oh, Junge, die Sonne! Das war ein Ding gewesen hier. Zack, Urlaubsplanet, oder was? Findest du? Mann, das war jetzt eine Operation. So, per Warp nach Gamma Hydra haben wir gemacht. Und jetzt? Ich empfange jetzt ein Notsignal. Oh, ich empfange auch was ganz Intensives gerade. Was für Panaluf? Mein Schiff hatte einen totalen Energieverlust und unsere Lebenserhaltungssysteme sind am Ende. Ja. Wir sind zu sechst. Ich bitte Sie, uns umgehend an Bord zu nehmen. Ich flieg mal da so grob in die Richtung auch. So. Erstmal auf Leben scannen. Wir müssen die scannen. Okay, Vorsicht, hier ist überall Metallschrott. Von Elon Musk. So, okay. Feuer? Nein. Scannen. Aber ich kann nicht scannen. Wieso kann ich nicht scannen? Außer Reichweite. Ah, okay, ich muss nochmal hier zu Enzin Rau. Weißt du? Ja, ich hätte mir jetzt auch sagen können, dass er da hinfahren soll. Ach so, das geht auch. Das geht auch. Ja gut, dann gehe ich jetzt wieder zurück zu der
So, dann sagt, hey, dann sagt ihm das mal. So. Sich Ziel nähern, bitte. Ungültiges Ziel. Wie wat? Ungültiges Ziel? Ziel analysieren. Was ist hier los? Öffne mal die Karte. Ich gehe schon mal wieder rüber. Gamma Hydra. So. Impuls. Volle Pulle, bitte. So. 1, Gamma Hydra gewählt. Ist, geht nicht. Nee, ich flieg hin schon. Ach, hier eine lokale Karte, guck. Da, so. Außer Betrieb. 35 Kilometer, Hulu 100%. Hulu, Hulu, Hulu. Ich gebe gerade Vollgas. Ja, ja, mal langsam hier, Junge. Student, ja, also, du. Ich war hier schon Captain, du, vor 36 Jahren. Ich bin Praktikant. Ja, das sehe ich, du. Spitzenpraktikum hier. Ich gehe mal kurz in der Außenansicht. Oh, meine Güte, du. Hier ist richtig, das, was ich mache? Ja. Nicht so nah ran, ne? Wie nah muss man zum Scan? Weiß ich nicht. Soll ich wieder auf Null setzen? Systemzugriff, Schild, Ziel, Scan. Hi, Captain. Neues Ziel erfasst. So, der scannt. Initiiere Scan. So, gut gemacht. Jo. Oh, und nachher können wir uns richtig ein hinter die Rüstung rümmern, du. Du, letzte Woche, Lieutenant Nah, die hat sich einen ordentlichen Transistor von der Platine gespult, du. Das kannst du aber glauben. Ja, mit remouladischen Ale, ne? Mit Remouladen-Ale, du. Mit Remouladen-Ale. So, Überlebende von Schiff Beamen, bitte. Beamen? Wer ist hier der Beamer? Ich glaube, das ist hier Lieutenant Tenar. Torpedos? Subsysteme? Ich jetzt hier wieder an der Falschen geraten. Ja, jetzt. Hier nähern. Kannst du beamen? Ich habe die Phaserbank-Einstellung auf 2. Wo kommt er denn her? Hör auf! Halt die Fresse! Halt dein blödes. Halt die Schnauze! Gegenfälligst an deinen scheiß Arbeitsplatz! Mann, ey. Meine Güte, Alter, was hier. Penner, oder? Ja, ich was kann nicht. Was soll das denn? Richtiger Drecksack. Ich also, mal, warte, hier. Hier, also, hier, warte, so. Ja, so. So, hier, so. Hier, so. Ja, ich mal. So. In dein Gesicht! Oh, Transporte. So ein Pimmel. So. So, ich erfasse jetzt hier Talin. Kommt der hier und labert uns einen rein? Wir machen das hier seit 40 Jahren. Das haben wir schon immer so gemacht. Ich habe immer noch kein Update bekommen. Ich bin immer noch Android 8.1. Ja, das ist, weil du so viel säufst, ne? Ja. Das ist halt, die Buchse ist verrostet. So, ne? Kannst du beamen? Ja, in 34 Sekunden. Erfassung läuft. Oh, scheiße, du. Was haben wir denn hier für ein scheiß Schiff? Alles hier voll Azi-Fazi-Funkel. Ja, 25 Sekunden bis zur Erfassung. Du weißt, wie es ist, ne? Das ist doch alte Generation, Next Generation, die jungen Burschen mit ihren Studienabschlüssen und so. Die kriegen natürlich den neuesten Scheiß, ja, ne? Ja, ja, weißt du, hier vom Papa. Aber wir hier, die Guten, ne? Wir mit der Erfahrung, wir müssen denen. Ja, die an der Basis. Ja, ja. Oh, der Konsolenhund ist wieder aufgetaucht. So. Jetzt Energie. Bille, bille. Energie! Das Schiff ist leer und alle Crewmitglieder vollzählig. Ja, geht doch. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Wir haben die Crew, wir haben die Crew. Willst du mal einen coolen Androiden-Trick sehen? Vom Sternenflotten- Achtung! Wir haben eine Nachricht. Was? Ja, und mein Telefon klingelt. Öffne den Kanal. Ja, ich will meinen Kanal öffnen. Wir haben den Kontakt zu einem unserer Beobachtungsschiffe verloren. Okay. Der da hinten, der bleibt nicht auf seiner Position. Sie sind am nächsten an ihrer letzten bekannten Position. Und die redet immer rein. Und leisten Sie Hilfe. Wir schicken Ihnen jetzt die Koordinaten. Können wir nicht nach Hause kommen? Wir haben doch keinen Bock missgebaut, Mann. So, per Impuls nach Sektion 6. Moment, ich bin. Achso, gibt's das an da? Impuls, Sektion 6. Reisevektor wird berechnet. Was haben wir hier überhaupt? Ja, warte, das wir berechnen gerade einen Reisevektor. So. Antriebsenergie. Oh, nee, Entschuldigung, so. Volle Pulle, bitte. Ei, folgen. Nicht dem Ziel. Sektion 6. Na, ich. Stopp! Wo fliegt er hin? Anhalten! Stopp! Ich übernehme. Sektion 6. So, Ensign Rau. So, wo willst denn du hin? Ja, guck, ist doch jetzt markiert auf dem Bildschirm. Ach so, okay, ja gut.
Oh, jetzt gehen wir hier Schubrad. So, Lieutenant Nase. Zacki, so. Fliegen wir da. Irgendwas leckt an mir. Irgendwas leckt an mir. Hast du wieder diesen Fribble hier irgendwo rausgelassen? Können wir da nicht hin warpen? Obwohl, wir sind ja gleich da. Geh weg. Fribble, hau ab. Was, 4,0 Lichtsekunden? Oh, da kommt ein dicker Planet. Ja. Das ist schlecht. Der ist groß. Ja. Komm, also ich kann jetzt nicht so lenken, ne? Wir müssen jetzt die Nummer hier durchziehen. Wie bremst man denn? Keine Ahnung. Ah, macht er automatisch. Das ist ja praktisch. So. Captain, ich erfasse Gravitationsminen im Gebiet. Lokal. Wenn wir so nah rankommen, ziehen wir sie an und nehmen schweren Schaden. Wir sollten auf Distanz bleiben. Ich habe hier eine Mine entdeckt. Ja, hier, da ist eine. Können wir die wegballern? Die Umgebung stört die Effizienz unserer Sensoren, Captain. Wir erfassen dennoch Plasma-Kühlmitteleinschlüsse. Oh. Das könnte uns helfen, die Nicholson aufzuspüren. Ich sende neue Daten auf Ihre Konsole, Captain. Soll ich die mal wegsensen? Ja, würde ich sagen, oder? So. Ich nehme mal ganz kurz hier Antrieb raus, Energie. Phaser-Reichweite, volle Lotte. Geil. Ja, weg ist er. Schon kaputt. Ja, weil ich gesagt habe, das muss weg. Plasma-Kühlmittelspur folgen, um das Sternflottenschiff zu orten. Dann folgen wir mal hier, bitte der Plasma-Hülle. Aufs Ziel, Geschwindigkeit, Ziel. Ei, ei. Links von uns ist noch so eine Mine, ne? Jo, wie? Soll ich die wegmachen, oder was? Jo. Mach mal auf hier, du. Ziel angreifen? Nie. Das ist ja nicht das Ziel. Ich hab doch hier, das ist mein Ziel. So, jetzt habe ich aufs Ziel gestellt, oder? Nee, warte. Das ist die Spur. Das ist das Ding. Schilde, Ziel scannen. Alles klar. Ich scanne mal kurz. Ziel. Gravitationsmine. Scan. Ich aktualisiere Ihre Konsole. So. Ziel kaputt. Oh ja. Erfasse neues Ziel. Lenk mal nach links. Dreh dich mal nach links, bitte. Schieße. Na gut. Sehr gut. Haben wir erledigt. Nee, jetzt müssen wir weiter nach rechts. Ziel anvisieren. Lieutenant, mach mal Scan. Scan initiiert. Ich übertrage die Analyse auf Ihre Konsole, Captain. Ja, mach mal. Komm mal rein, du. True. So, warte. Hier haben wir noch was. Im alten Nebulak-Nebel hier. Plasma-Kühlmittel B. Einmal bitte scannen. Alles klar. Erfasse das Ziel. Mach mal du. Ich geh mal kurz rüber zu, Es ist keine Frequenz der Föderation. Nein, nicht zu Heule. Oh Mann, ey, da wollte ich doch hin. Oh, da läuft doch... Ey, was machst du da, du? Oh Gott! Dein Rücken! Dein Arm! Ich hab Rücken, aber ich komm nicht hin hier zu da. So. Laut unserem Ingenieur befinden sich unsere Antriebe in einer Art Fehlfunktionszyklus. Könnten Sie einen temporären Override durchführen? Das sollte uns helfen. Ja, wie, was? Was? Um die Crew anzuleiten. Plasma-Kühlmittelspur. Zivil im Schiff Hilfe leisten. Zum Standort der Beltane reisen. Ja gut, dann mach du das mal, ne? Hier. Ei, ei, Captain. Folgen dem Ziel. Junge, pass bloß auf da. Ja, der nähert sich jetzt erstmal dem Ziel, du. Ja, der nähert sich hier auch irgendwelchen Klöpsen. Ja, die fahren wir kaputt. Oder nicht? Ja, bestimmt. Nee. Warnung. Erreichen die Anomalie festgestellt. Was haben wir festgestellt? Da ist irgendwas. Vor uns. Ja, das ist Kühlmittel. Kilometer. Das Kühlmittel? Ich glaub schon. Ja. Sieht aus wie Rotz. Ja. Es war gefrorener Rotz. Weltraumrotz. Arsch, ey. Kilometer, können wir die schon scannen? Nee.
Kannst du, flieg mal dran vorbei. Warte, wir gucken mal, ob er dran vorbei fliegt. Mal sehen, was passiert. Er bremst hier. Gut, dass du da dran... Wo fliegst du? Oh. Was war das? Ich weiß nicht. Ja, ist nicht schlimm. Wir sind noch in der Luft. Oder im Raum. Das ist auch das Hauptproblem gleich. Ja, Captain. Erfasse neues Ziel. Scanne. Mach mal eine Analyse hier. Los, Lieutenant Eule. Wo ist er denn da? Zeig mal. So, und jetzt? Ich aktualisiere Ihre Konsole. Darf ich schießen? Schub auf null. Nee, nicht schießen. Antriebssubsystem via Systemzugriff auswählen. Da, wir sind irgendwo gegengedonnert. Wieso? Weiß ich nicht, weil Lieutenant Olga da hinten wieder Scheiße gemacht hat. Geh mal da rüber, geht doch gar nicht hier. So. Zack, so, voller Stopp. Antriebssubsystem. Dreh erstmal jetzt hier mal in Sicht. Ei, ei. Versuche System zu stören. Bitte warten. Erfasse das Ziel. Wo ist denn das Ziel überhaupt? Nicht vor uns jetzt? Eigentlich vor uns. Ah, ein bisschen über uns. Warte, ich will mal. Wir alleine klarkommen. Danke für die Hilfe. Sie haben uns das Leben gerettet. Ja. Das war auch Ziel der ganzen Sache. Da ist er. So, Plasmakühlmittelspur. Gravitationsminen ausweichen. Haben wir nicht geschafft. Plasmakühlmittel C scannen. Das ist hinter uns? Ja, 21 Kilometer. Hier scannen kann ich nicht. Ich glaube, der Fribble hat einen fahren lassen. Wow! Hi, Captain. Aktualisiere Ziel. Wie, was ist hier los? Volle Kanüle vorwärts. Da müssen wir hin, da ran, du! An den alten Planeten. Oder was? Genau rechts. Aber wir kippen. Hier. Geht das, wo sind wir denn? Aber wir haben ein paar leichte Kratzer. Aber das macht nichts. Hier im Brück. Alter, der Mond da, der Queen kommt immer näher, du. Der Mond? Läuft der Scan? Ich glaube schon. Die hat gesagt, scanne. Voller Scan abgeschlossen. Wir fliegen jetzt richtig nah ran. Das verschollene Schiff erscheint jetzt auf den Sensoren, Captain. Wir werden gerufen. Dann mal hin. Hier spricht die USS Nicholson. Unser Schiff ist schwer beschädigt und hat Strahlungslecks. Der Großteil meiner Kills entkommen, aber ein paar sind im Wukong gefangen. Die machen wir auch doch klar. Sie vom Schiff bringen. Und dann... Nicht zu nah ran! Es ist eine Gefahr und kann nicht hierbleiben. Sie müssen es zerstören. Jack Nicholson ist an Bord. Wie, was? Wir müssen die zerstören? Ja, aber erst die Crew raus. Ach so, warte, wir scannen das. Alles klar, Ziele. Scanne Ziele. Wir bleiben erstmal hier bedeckt und beobachten, gell? Ja, siehst du, guck, die Frau mit dem Dutt hat das auch gesagt. Ich übertrage die Analyse auf Ihre Konsole, Captain. So, jetzt müssen wir dir da runter beamen. Wer macht das? Machst du den Beam oder was? Ja, warte. Mach mal hier, ich geh mal hier rüber zu der da. Schilde hoch. Mach die den Beam? Was ist denn jetzt los? Ja, du sollst beamen. So, Transporter, da. Ja, dann beam doch mal. Erfassen, 20 Sekunden, dann ist er da. Ja, das läuft doch hier, ne? Guck mal hier, ich guck mal eben kurz hier bei... Was kann ich hier auch private Internetseiten öffnen? Ich frag für einen Freund. Also... Mich hat neulich ein Kumpel gefragt, ob man auf dem Schiff auch private Internetseiten öffnen kann. Also, wir wollten jetzt schon alle mal fragen, aber keiner traut sich. Hier, siehst du die Stelle hier? Ja. Ich finde, da passt eine Tupperdose mit Eibroten rein. Ja, okay, ich werde das nach oben weiterleiten, ne? Aber ich kann... Da kann ich jetzt nichts versprechen. Ja. So, Überlebende von Schiff gebeamt? Esse ich meine Eidose wieder auf der Toilette. Ja, ekelhaft. Mit Energie. Ja, ekelhaft. So, zerstören müssen wir die jetzt. Okay. Aber minimalen Sicherheitsabstand, wir müssen auf 20 Kilometer Sicherheitsabstand. Sonst explodiert uns hier... Noch nicht schießen. Ich habe nur die Schilde schon mal startklar gemacht. Kann ich dem jetzt sagen, er soll auf Distanz gehen? Was ist hier jetzt? Da, komm. Ziel ausweichen. Bis der fertig ist, ne? Weg, weg von dem Ziel, rückwärts.
Ja, oder so, oder so, so und dann drehen, das geht auch. Aber wir müssen erstmal auf Distanz, sonst kriegen wir Ärger. Immer hier in die lokale Karte. Was? Schildkalibrierungsfluss? Okay, ich kümmere mich drum. Ich kümmere dich gar nicht drum, das mache ich! Was? Man glaubt ja, wer der ist hier? Meine Güte. Und der da hat noch gar nichts gesagt, der Vulkan, ja, da links an dem Schaltpult. Spielt der Karten? Der spielt doch Skat, oder was? Sehe ich doch. Ich glaube, das ist so ein vulkanischer Strip-Poker. Sultania. Jetzt hat er beide Knüppel angefasst, die alte Sau. Alter, Doppelknüppel. Dreh dich mal um, wir sind auf 20 Kilometer, oder? Ja, dann, ja, ich nee, sehe das nicht. Nee, 18, 19, 20, aber kannst du ja, ja, 19, 5. Also 20 Kilometer sollten wir haben. Sonst kriegen wir Stress mit der interreferenzialen Bruchstelleninterlektion. Also. Jo. Ja, wie ich gesagt habe, ne? Wie 59 Kilometer. Hier steht 20. So, ich habe ein anderes Ziel angewählt. So, 19,8. Ja, dann mal weg. Fahr mal rückwärts noch ein Stück. So, 20 Kilometer haben wir. So, das zählt, ne? So, Warpkernbruch erfolgt nach Zerstörung. Also, zerstören. Moment, ich geh mal rüber. Jetzt wämmst du dir mal so richtig einen dicken Schnalzer. Ist er hin? Ja, da 20 Kilometer, du. So, 20 Kilometer? Ja, 20,2. Torpedo oder Phaser? Ja, machen weg, ne? Okay, Torpedo. ich drück mal hier diesen Knopf. Oh, ich darf mich nicht nach hinten lehnen, sonst bin ich aus dem Bereich hier. Waffen. Mach mal Waffen. Blank den mal ordentlich weg da jetzt. Wie geht denn das? Warum geht das nicht? Ja, Energie auf die Waffen, oder was? Warte mal. Ja, also Waffen sind 100%. Ach so. Alles klar. So. Maximiere Energie für Phaser. Aber ich will Torpedo. Haben wir vielleicht gar nicht geladen? Außer Reichweite. Geh mal voll. Sind. Oh, da! Ich guck mal noch rein. Hast du gesehen? Hab ich gesehen, du. Da war ich rausgekommen aus der Kuppe, das Ding. Als ob der für 20 Kilometer so lange braucht. Was ist das für ein Antrieb, du? Sind das noch diese alten Lichtionenantriebe oder was? Ich glaube, das sind noch die mit dem Wasserkessel. Au. Aber das hatten sie Probleme mit dem Pleuel, aber das haben sie im Griff gekriegt. Sie schicken uns neue Koordinaten. Jetzt haben wir aber Kernbruch, du. Ja, jetzt ist Gulasch. Jetzt ist Gulasch, du. Mission. Per Impuls nach Sektion 10. Okay. Da kriegen wir hin. Impuls. Klar. Sektion 10, Grenze. Ach so, machst du da. Ja, okay, dann bleibe ich jetzt hier bei den Waffen sitzen. Dann mache ich die Torpedos erstmal wieder aus. Grenze der neutralen Zone. Oh, ich mache sie wieder an. Ja, was ist denn hier mit Ensign Rao? Leite Energie zu Impulsantrieben um. Ja, geht doch. Kurs für Impuls fest. Ja, der macht jetzt hier einen Impuls, du. Pass mal auf. Jo. Meinst du? Ich hoffe doch. Jawollo. Da läuft er doch. El Capitano. Los, gib mal Gummi jetzt hier. Ja, warte doch. Impuls ist vorbereitet. Hier, Ensign Rao, wow. Aktivieren, Junge! Sehr gut. Mann, so Lichtsekunden, du. Oh, guck mal, wir sind richtig gut unterwegs hier. Meine Karte sagt, es ist alles gut. Du, sag mal nice. Hier. Ey, hör mal, Puppe hier. Bernadette, du. Hast du noch was vor, nachher? Ich hab noch 3 Stunden Holodeck. Nackig. 3 Stunden nackig Holodeck, du. Mit Sonnenschein und Palmen, Alter. Das ist Sauna. Ich war letzte Woche auf dem Schmolodeck, du. Was da abging, weißt du? Glaubst du gar nicht, du. Ja, aber das muss man so aufwischen, das ist eklig. Ja, und das auch nur für Captains, ne? Ach so. So, ich mach mir hier gerade ein Date klar mit der... Ich weiß nicht, ne? Aber so ein Anzug, ich weiß, ich muss mal meine Freundin fragen, ob die... So, als Tipp, ne? Wenn du im Holodeck scheißt, ne? Scheißt du wirklich, aber du musst es hinterher wegmachen. Ach so. Ah, die Kobayashi Maru. Ja, ist das mein Problem? Position ist Gamma Hydra, Sektion 10. Ach, das ist doch ausgedacht.
Das ist doch ausgedacht. Ist Gamma Hydra. Das hört sich schon so ausgedacht an. Sie befinden sich in der klingonischen Konfliktsituation. Wenn wir dort eindringen, verstoßen wir gegen das. Wir dürfen nicht eindringen. Wer sagt der Eindringen? Neutrale Zone muss verletzt werden. Okay, um in Transportreichweite. Also wir müssen raus aus der Zone. Rein in die Zone. Ja, rein, sag ich ja. Raus, aber aus der Neutraligkeit. Lokal. Schießt du schon? Hör doch mal auf. Was ist das, eine Mine, die stört? Ach so, ja, ist die jetzt weg, die Mine? Ja, warte. Jetzt gleich. Jetzt. Okay, Mine ist weg. Soll ich noch eine wegmachen? Da stört noch eine. Ist die geradeaus im Weg? Kommst du da ran? Klar. Hier mal ordentlich. Laser, Phaser ist außer Reichweite da vorne. Was haben die denn für eine Reichweite? 15 Kilometer und ich komme nicht ran? Ja, und wir fliegen durch einen scheiß Weltraum in Lichtgeschwindigkeit. Also die Phaser sind immer außer Reichweite. Ach so, da sind die Phaser. Ah, so langsam steige ich dahinter, glaube ich. Ja, der große Ring ist Torpedo. Wir nähern uns der neutralen Klingonenzone, Captain. Auf was schießt du? Auf Minen. Ah, okay, gut. Ich probiere so ein bisschen aus hier. Ja, ja, okay. Ich dachte nur nicht, da kommen Geräusche. Ja, ich habe links auch noch eine Mine weggesenzt. Okay, verstehe. Ich mache hier so mein Ding. Ja, ist gut, ne? Machen Sie mal. Feuer, Feuer. Okay, warte mal, wo war das Telefon hier? Gruß. Oh, Konfliktsituation. Du bist Konflikt. Was denn du? Wir haben eine Konfliktsituation. Neutrale Zone ist verletzt. Ja klar, wir sind ja reingeflogen und haben drei Minen kaputt gemacht. Ja, das macht nichts. Ich habe hier auf dem Radar, habe ich aber nichts. Bis jetzt. Ja, nicht? So, was ist denn da los? Wir sind jetzt gleich dran. Also wir sind jetzt drin in der neutralen Zone. Und jetzt kommen gleich ganz viele vulkanesische Long-Gone-Bombs. Bleib an ihnen dran. Ja, mein Junge. Bleib mal stehen. Bro. Entspann dich mal. Folgen. Ja. Captain, ich empfange ungewöhnliche Sensorechos. Sie deuten auf die kürzliche Verwendung. Ich scanne. Ich sende neue Daten auf Ihre Konsole, Captain. Ja, bitte. Ach du Scheiße, 381 Personen. Ey, wir haben keinen Platz mehr. Ja, und ich muss die Schilde runterfahren, sonst kann ich nicht beamen. Wir erscheinen auf Ihren Sensoren. Hinter uns! Schilde wieder hoch! Darf ich schießen? Ja, mach. Gut. Schießen weg. Scheiß auf neutrale Zone. Die Sacker. Nicht getroffen. Ja, Schilde sind halb down, die haben aber immer noch. Die schießen zurück! Alter. Phaser! Alarmstufe rot! Häng dich mal ans Ziel! Ist das mal unser Ziel? Ei, verstanden. Folgen dem Ziel. Wir verfolgen die Schweine! Aber die können doch nichts. Den senden wir weg, Alter. Haben wir den erwischt? Jawohl. Ja, ja, der ist gebumst. Okay, 91 Hülle, Schild 0. Schildstatus 54%. So. Okay, ich erfasse. Ich hab meinen Mund gerade in die Fresse gehauen. Das ist selber schuld, er muss lernen. Ich bin auch so. Aber er geht auch nicht weg. So, wir müssen Munashi Mamu jetzt retten hier. So, die ersten. Nein, wir ziehen die Nummer durch. 2 Sekunden noch. Energie. Schilde hoch. Transport abgeschlossen. Schilde hoch. Wo ist das Schiff? Ich sehe es nicht. Achso, er ist ja getarnt. Kobayashi, haben wir jetzt sie gerettet oder was? Ja, wir haben. Die wissen, dass wir da sind. Oh, die sind zu zweit. Oh, oh, oh. Verschwinde, Ben. Ich muss hier schießen. Werden beschossen. Oh, Alter, hier explodiert was. Wir fliegen Fetten. Der Vulkanier hat gekotzt. Oh mein Gott, was ist hier los?
Außenansicht. Phaser ihn. Okay. Torpedo ist hinterher. Oh, der brennt. Komm schon, komm schon, komm schon. Lad die Waffen. Ich brauche mehr Energie auf die Waffen. Navigation ist jetzt nicht so wichtig von der Geschwindigkeit her. Was? Alarmstufe rot? Alarmstufe rot! Hast du jetzt erst angemacht? Nee, hatten wir die ganze Zeit an, wenn das rote Licht oben leuchtet. Was hier, kriegst du, volle Breitseite. Oh, er ist ausgewichen, der Schniepel. Aber einen haben wir. Die sind ein Stück nach links ausgewichen. Unsere Schilde sind bei 25%. 18%. Da ist noch einer. Der muss weg. Ich kriege hier nicht in Laser, in Phaser-Reichweite. Ja, jetzt gleich kommt er in Phaser-Reichweite. Jetzt ist er drin. Da, baller voll rein. Bam. Wer leckt Plasma? Du hältst die Klappe da hinten. Schildstatus gesenkt. Oh nein. Irgendwas war mit meiner Hand nicht in Ordnung gerade. Die Schilde sind ausgefallen. Ja, dann mach den tot. So, Ziel zerstört. Sehr gut. Was ist jetzt hiermit? Haben wir die jetzt gerettet? So, ich muss die Schilde wieder ausmachen. Da kommen schon wieder zwei. Müssen wir uns einfach verpieseln? Nee, wir müssen sie retten. Also eigentlich müssen wir diesen Test verlieren. So läuft die Nummer hier. Aber so einfach gebe ich mich nicht geschlagen. Voll. Wir stehen unter Feuer. Haha. Wir sehen den Funkenflug. Die Frau hat gesagt, sie steht unter Feuer. Hm? Ich muss, glaube ich, mal kurz rüber einen Brand löschen. Erledigt das hier mit den Klingutzen. Hier darf man's. Das ist kein Space-Rassismus. Spacismus. Feuer, das, ne, Feuer! Das gilt nicht für ausgedachte Spezies. Ich muss die Schilde senken, sonst kann ich sie nicht erfassen. Die ratzen uns richtig einen rein, du, ne? Jo. Oh, oh. Das klingt nicht gut. Das klingt gar... Oh, wir haben richtig Löcher im... Alter, der lasert voll rein, du. Direkt ins Fenster, die Sau. Finde ich nicht okay. Hast du gar nicht. Okay, dann kann ich ihm die. Dann kann ich sowieso erfassen. Dann kannst du aberfassen, du. Phaser-Reichweite ist da. Ja, ich drücke, ich habe nur keine Energie auf den Phaser. Ach so. Ja, wir sterben gleich. Also, wir haben 3 bisher gerettet. Schilde 22%. Wie, wir haben 3 gerettet? Von 200 oder was? 375, wir haben 5. Hatte. Du, da hängen Kabel raus und da hinten brennt was. Wir an seinem Tisch sitzen bleiben. Transport abgeschlossen, okay, wir haben welche gerettet, aber wir müssen weiter erfassen. Ja, Schilde fahren aber relativ gut wieder. Ne, das sind seine Schilde, scheiße. Da kriegst du. Das ist dieses Gerümpel, Alter. Ja, du musst ihm, sind gleich durch. Du musst ihm die Schilde runterphasern und dann. Ja, habe ich keine Energie mehr auf den Phasern. Jetzt könnte ich ihm geben, aber jetzt ist es vorbei. Torpedos! Ja, die laden noch. Na, scheiße. Oh, da kommt ein richtig dicker Klumpen, Alter. Was? Das ist so. So, den setzen wir jetzt erstmal einen rein. Ja, der macht aber schon die Biege, du. Ja, der biegt sich auch gleich mal richtig, das sag ich dir. Ja, der ist zerstört, aber hier, sein großer Bruder, Alter. Alter! Das ist ein richtig dicker Moschi, du. Ich würde sagen, der dringt gleich tief in uns ein und besorgt uns richtig ordentlich auf Space Art. Aber ohne Spucke? Ja. Ich sehe ihn nicht, er ist schon. Er fliegt sogar extra hinter uns. Aber jetzt fliegt er gerade von uns weg. Dann kann ich vielleicht die Schilde senken. Erfassen. Müssen wir die retten? Ja. Müssen wir. Nützt nichts.
Ich dachte, wir müssen sterben. Ich glaube, der Hund weiß, dass wir sterben. Er hat mir gerade seine Pfote aufs Knie gelegt. Tut mir leid, ey. Das war schön mit dir. Wir gehen zusammen runter. Energie! Wir stehen unter Feuer! Komm schon! Transport abgeschlossen! Schilde hoch! In 10 Sekunden sind die Schilde wieder da. Wieso? Los, lass hier Enzel Raum mal zu ihm fliegen. Bleib mal an ihm dran. Wir haben unsere Schilde verloren. Hast du gar nicht! Das ist einfach nur ein. Wir haben einen Systemfehler. Wie viel Kobayashi haben wir denn? Naja, 363 müssen wir noch. Ja, nee, das ist immer 6. Alter, der hat massiv Schild, ne? Ja, ich hab's jetzt mit allem, was ich habe, konnte ich das Schild auf 52% runterdübeln. Er hat massiven Schild, Alter, da kommen wir nicht dran, du. Pro Salve mache ich 2%. Oh, mal 3%, guck mal. Und ich habe noch 4 Torpedos. Alter. Wie sieht's bei uns eigentlich so aus? 55% Schild. Die Sensoren zeigen Wellenformen, die zu Tarnaktivitäten passen. Ja, die haben jetzt wahrscheinlich ihre Brudis auch gerufen, alle. So, jetzt habe ich noch 2 Torpedos. Werden beschossen. 50%. Schilder auf 25%. Na, die sind aber größer als seine. Ja. Oh nein. Oh, da kommt noch ein großer. Und noch ein kleiner. So, ich glaube, wir werden jetzt richtig gebimst. Noch einer Bock auf eine Runde Holodeck vorher, oder was? Denk dran, nicht kacken. Komm, jetzt gebe ich dir die letzten beiden Torpedos noch mit auf den Weg. Komm, den machen wir noch alle. Nee. Voll vorbei. 70% noch. Ist ja ausgefallen. Leute, legt euch einfach auf den Boden. Wir haben's hinter uns. Was? Wer ist bipolar? Verlustmeldung. Ihre Konsole wird aktualisiert. Kann ich seine Schilde nur attackieren? Oh! Wir haben jetzt ein leichtes Hüllenproblem. Aber Yashimaru ist bei 50% Hüllenintegrität. Widerstand 19. Hä? Auf dem Bildschirm stand 19 und sie sagt 50. Das ist jetzt noch... Ich verreck hier gleich und das regt mich jetzt noch trotzdem auf hier. Was? Kobayashimaru, 25% Hüllenintegrität. Oh oh. Ach, die Kobayashi ist kaputt. Alter, wir kriegen auch einen dicken Laser. Oh, so funktioniert das. Ich kann sehr gezielt auch schießen, okay. Also die Kobayashi macht gleich einen Feierabend auch, ne? Kobayashimaru, Hülle bei 10%. Ah, okay. Ich bin jetzt so langsam, aber sicher auch so... Bam! Guck mal, was ich jetzt wir kann. Wir stehen unter Feuer. Alter! Kobayashimaru wurde gerade zerstört, Captain. Okay, die Kobayashimaru ist im Arsch. Ja, wir auch. Bravo, Captain. Sie und Ihre Crew haben gerade die Kobayashi-Maru-Simulation abgeschlossen. Ja! Yeah! Yeah! Aber es ist ein notwendiger Test, sowohl für die Sternenflotte als auch für Sie. Wir haben jetzt alle eine bessere Vorstellung davon, wie Sie reagieren, wenn es eine offensichtlich richtige Antwort gibt. Aufgrund Ihrer Gesamtperformance gebe ich die Aegis nicht nur für die Operation Ferne Ufer frei. Ich empfehle Sie zudem... Down, 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 down. Ihr Luftgitarre. Mach her, guck mal, Electric Boogaloo.